Jeder von uns hat gewisse Ziele im Leben. Und es wäre auch schade, wenn wir überhaupt gar keine Ziele hätten. Denn ansonsten könnten wir uns direkt auf die Couch legen und ja, vom Amt Hilfe erwarten oder wie auch immer. Und diese Ziele, die können unterschiedlicher Natur sein. Und die Realität und diese Ziele zu verfolgen im Alltagsleben kann natürlich sehr schwierig sein. Man setzt sich zwar Ziele, aber erreicht diese oftmals dann eben auch nicht. Und in diesem Video genau geht es um dieses Thema. Wie du einfach deine Ziele erreichst, habe ich einen Fahrplan für dich, wo du dich definitiv konsequent an deinen Zielen arbeiten kannst, das visuell in ja, dein Mindset mit einbauen kannst und jeden Tag sozusagen an deinen Zielen erfolgreich arbeiten kannst. Und wenn dich dieses Thema interessiert, bleib an diesem Video dran. Viel Spaß! Der Immo-Coach. Das eigentliche Problem, warum die meisten ihre Ziele ja, nicht erreichen, ist eigentlich, sie setzen sich zwar die Ziele, aber sie schreiben nichts auf. Also erfassen es nicht, bis wann das gewünschte Ziel auch erreicht werden soll. Ganz hilfreich ist zum Beispiel so ein Erfolgsjournal. Man kann sich sein Mindset aufschreiben, also seine Identität. Wer ist man überhaupt? Was will man sein? Beziehungsweise wohin will man und wie soll das zukünftige Leben, sei es monetär, akademisch oder wie auch immer, welche Ziele man sich auch gesetzt hat, erreichen. Ich hatte auch mal so ein Ziele-Journal angefangen gehabt und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Handwerkzeug, den du als Tagebuch dann eben auch nutzen kannst und eben auch ja, Bilder reinkleben kannst. Ich hatte allerdings meistens immer das Problem, dass ich nicht täglich hier reingeschaut habe und deswegen arbeite ich eher lieber visuell. Visuell mit einem Visio Board. Ein Visio Board, das ich jeden Tag, seht ihr gleich hinten, da erkläre ich eben gleich auch nochmal ein bisschen was dazu, jeden Tag auch draufschreiben muss, dass ich das visuell, meine Ziele, da wo ich hin möchte, auch ja, mich jeden Tag dann eben auch begleitet. Ich gehe jetzt mal kurz einen Schritt zur Seite. Und die Ziele zu erreichen, ist erstmal, jeder von uns hat natürlich gewisse Probleme oder Ängste, fühlt sich bei dem einen oder anderen Thema nicht so richtig fit. Und jeder hat demzufolge eben auch seine Selbstzweifel. Also die Frage ist, wie geht man mit diesen Selbstzweifeln um? Meine Empfehlung ist definitiv, dass du diese Selbstzweifel begräbst. Sei es zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich bin kein guter Mathematiker, ich kann nicht gut haushalten oder sonst dergleichen. Das sind nur deine Selbstzweifel, die du für dich selber auferlegt hast. Und diese Selbstzweifel musst du begraben. Ein für alle Mal aus deinem Gedächtnis raus. Und im Prinzip kannst du das dann, deine Selbstzweifel, aufschreiben, zum Beispiel auf ein Kiefernbrett oder sonst dergleichen. Und dann in einer Zeremonie kannst du dieses Brett dann noch durchschlagen oder auch verbrennen oder wie auch immer. Was dir auch immer einfällt. Und das sollst du visualisieren. Dann des Weiteren, ich zeige es mal anhand meines eigenen Zieleboards. Ich denke immer in 10-Jahres-Schritten, ist zum Beispiel 25 Mitarbeiter im Jahre 2030. Wir haben gerade aktuell das Jahr 2020. Dann mit natürlich einem richtig coolen Team, wo wir eine Wortwolke aus den Werten des gesamten Teams dann eben auch gesammelt haben und dann eben anhand dieser Werte eine Wortwolke dann eben auch für uns definiert haben. Und eines meiner Ziele ist zum Beispiel, der bekannteste Makler in Deutschland zu sein. Ich habe mir selber ein Bild da draufgeklebt und natürlich eine Person, die dem sehr nahe kommt, wie zum Beispiel Marcel Remus, der ist ja, sehr bekannt. Oder Christian Solmecke hier ist, würde ich mal sagen, der bekannteste Rechtsanwalt überhaupt. Und wenn man so ein Bild dann jeden Tag vor sich hat und sagt, ich möchte der bekannteste Immobilienmakler oder der bekannteste Immobilieninvestor sein, dann sollte man sich so ein Bild dann eben auch mal drauf kleben auf dem Visio Board. Dann des Weiteren, nächstes Ziel ist, ich möchte 6 Niederlassungen in NRW haben, also Maklerbüros. Dann 10 Millionen Jahresumsatz. Das ist schon natürlich heftig, großes Ziel. Aber, und von den Unternehmertypen, welche Vorbilder hast du? Sei es ein Prof, sei es ein Immobilieninvestor, sei es ein Unternehmertyp. Und die Bilder derjenigen Personen, die für dich als Vorbild, die du vielleicht auch persönlich kennst, kleb die auf deinem Visio-Board drauf und sage,
ich werde in diese gleichen Unternehmertypen-Liga oder in die gleiche Liga meiner Vorbilder auch eintreten. Dann ein weiteres Ziel ist von mir, 10 Bücher zu schreiben. 3 habe ich bereits veröffentlicht und unter den 10 Büchern werde ich mindestens 3 Bestseller ausschreiben. Dann des Weiteren 3 Millionen Nettovermögen. Im Prinzip, ich habe mit meinem Immobilienbestand bereits schon 250.000 Nettovermögen. Und nur mit meinem Immobilienbestand. Da sind alle anderen Sachen noch gar nicht drin, auch meine Unternehmenswerte etc. Und dann natürlich nach wie vor meine glückliche Familie und die Welt bereisen. Und wenn du dir so ein Visio-Board dir jeden Tag draufschauen musst, dann ist das schon mal eine gute Messlatte und du wirst jeden Tag auch daran erinnert, dass du für diese Ziele dann eben auch arbeitest. Und ich zeige dir jetzt gleich mal, wie du das weiter runterbrechen kannst. Nachdem du dein Ziele-Visio-Board fertiggestellt hast und deine Ziele für die nächsten 5 oder 10 Jahre festgelegt hast und auch visuell jeden Tag draufschauen musst, um immer daran erinnert zu werden, was überhaupt deine Ziele sind und für was oder wofür du das überhaupt machst, kommt der nächste Schritt. Und zwar die Runterbrechung deiner Ziele auf Jahrespläne bzw. Jahresziele. Wir haben hier zum Beispiel hinter mir so ein 2 Meter hohes Whiteboard, wo wir unseren aktuellen Jahresplan für 2020 mit Ziedak Immobilien, mein Maklerunternehmen, hier festgelegt haben. Wir haben als Maklerunternehmen natürlich meistens immer Umsatzziel. Und um diesen Umsatz erreichen zu können, brauchen wir natürlich Immobilien. Und hier haben wir für uns definiert, 40 Notartermine brauchen wir, um diesen Umsatzziel Betrag X dann eben auch zu erreichen. Und damit das visuell auch bei allen Mitarbeitern von mir und auch bei mir fest verankert ist, haben wir hier so ein Monopoly-Häuschen mit einem Magnet dran, die wir daran geklebt haben. Und immer wenn wir einen Immobilienverkauf getätigt haben, kommt hier ein Häuschen auf Verkaufsbereich. Und um diese Ziele überhaupt zu erreichen, brauchst du natürlich gewisse Schlüsselfaktoren. Zum Beispiel bei dir, wenn du als Immobilieninvestor dir Ziele hast, was könnte ein Schlüsselfaktor sein? Das ist natürlich Eigenkapital, dann des Weiteren die Finanzierung und wie kommst du überhaupt an Immobilien ran? Was sind die Netzwerke etc.? Und das solltest du dir dann eben auch nochmal genauer aufschreiben und dann später in der To-Do-Liste dann eben auch runterzuschreiben. Und Domino-Projekte. Da gehe ich gleich nochmal auf einem anderen Visio-Board nochmal drauf ein. Sind im Prinzip, du kennst ja sicherlich das Spiel Dominostein. Ja? Da werden in riesigen Hallen bis der letzte Stein dann eben auch, ich glaube, über 2 Millionen Dominosteine. Und der erste, der alles in Gang bringt, das ist so der größte Kieselstein bzw. der größte Faktor, den du überhaupt erstmal in Gang bekommen musst. Und genau diese Domino-Projekte musst du dir Schritt für Schritt dann eben auch aufschreiben und dann hast du so eine komplette Jahresplanung, wo du weißt, okay, für dieses Jahr, um dieses Ziel zu erreichen, musst du diese Domino-Projekte dann eben auch abarbeiten. Und dann kommt gleich auch noch der nächste Schritt und zwar die Runterbrechung in Wochen- oder Monatspläne. Nachdem du deine Domino-Projekte genau erfasst hast, beziehungsweise dir Punkt für Punkt genau aufgeschrieben hast für deine Jahresplanung, kommt es jetzt natürlich auch auf die Umsetzung an. Denn die beste Strategie, das beste Konzept nützt einem nichts, wenn es nur auf dem Papier bleibt und du nicht in die Umsetzung kommst. Und für die Umsetzung müssen wir jetzt natürlich diesen Jahresplan runterbrechen, entweder auf Monatspläne oder sogar Wochenpläne, also To-Do-Listen. Ich empfehle eher mit Wochenlisten, also Wochenaufgabenlisten dann eben auch zu arbeiten, weil wenn du dir einen Monatsplan aufschreibst und da sind dann so viele To-Do-Listen, dann kann es schon mal sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so viel gerade zu tun und ich kann ja mal 2-3 Tage verschieben. Und das ist tödlich. Deswegen empfehle ich definitiv immer eine Wochenplanung, die aufzuschreiben, nach Kalenderwoche und dann immer Punkt für Punkt immer eine Aufgabe, vielleicht maximal 2 Aufgaben und dann auch konsequenter daran zu arbeiten. Du schreibst dir bitte auf, welche Kalenderwoche, in welchem Monat, dann was soll getan werden. Wenn du ein Team hast hinter dir, wer tut was, beziehungsweise wer erledigt was
Und dann immer den Status. Ist es bereits erledigt oder muss da noch was getan werden? So viel schon mal dazu. Zum Schluss und zusammenfassend möchte ich dir der Übersichtlichkeit halber mal den gesamten Fahrplan deiner Zielerreichung noch mal kurz auf diesem Fahrplan zeigen. Wir hatten ja festgehalten gehabt, dass du erstmal visualisieren solltest. Und damit du visualisieren kannst, musst du dir deine Ziele festlegen und eben auch aufschreiben. Also, welche Ziele verfolgst du und welche Ziele willst du in 3, 5 oder 10 Jahren auch erreicht haben? Das musst du aufschreiben, um dann anhand deiner Zielerreichung diese Bilder zusammenzutragen und in dein Visio Board sozusagen als Bild, als Endbild zu malen. Als Immobilieninvestor höre ich oft, ich möchte so und so viele Einheiten dann besitzen. Der eine sagt, ich möchte 10, der andere sagt, ich möchte 100, der andere sagt, ich möchte 1000. Sagen wir mal, du möchtest 10 Einheiten besitzen. Und jedes Mal, wenn du eine Immobilie gekauft hast, kommt das ins rechte Feld. Jedes Mal, wenn du zugeschlagen hast. Und dann weißt du noch, okay, so und so viele muss ich noch kaufen, um mein Ziel, was ich mir vorgenommen habe, auch zu erreichen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, nicht in Einheiten zu rechnen, sondern mit Nettovermögen. So gehe ich zum Beispiel bei meinen Immobilieninvestments eben auch dran. Für mich ist nicht entscheidend, wie viele Einheiten ich habe, sondern wie viel Nettovermögen ich mit diesen Immobilien habe. Im Prinzip, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie für 500.000 dann eben auch kaufe und nach einer gewissen Zeit viel an Schulden abgetragen habe oder bereits günstig eingekauft habe, dass direkt mein Nettovermögen dann eben auch höher ist. Im Worst-Case-Szenario, wenn ich mal verkaufen muss, dass mir direkt was übrig bleibt. Beides geht auf jeden Fall sehr gut. Und um diese Ziele zu erreichen, musst du dir natürlich über diese Schlüsselfaktoren dann eben auch im Klaren sein. Was sind die Schlüsselfaktoren zum Beispiel bei Immobilieninvestments? Schlüsselfaktor ist natürlich zum Beispiel ein Know-how. Du musst dir Know-how aneignen. Oder eben auch über die richtigen Kontakte verfügen, sei es Makler, Gutachter und alle anderen Beteiligten in diesem Geschehen. Und natürlich eben auch Finanzierungspartner. Und wenn du über diese Schlüsselfaktoren eben auch klar bist, dann geht es in deine Jahresplanung. Also die Runterbrechung deines Endziels in Jahresplane anhand von Domino-Projekten. Welchen ersten Domino-Stein musst du in Gang setzen, damit alle anderen Steine im Nachhinein dann eben auch runterfallen? Ja, das könnte dann zum Beispiel sein mit deiner ersten Immobilie. Du musst erstmal die erste Immobilie finden, dann die erste Finanzierung durchboxen und dafür brauchst du vielleicht Eigenkapital oder wie auch immer. Ja? Und das solltest du dir genau mal aufschreiben in deiner Jahresplanung. Und dann unterbrechen, wie ich es eben schon empfohlen habe, in eine Wochenplanung, eine To-Do-Liste, eine Wochenaufgabenliste. Und dann hakst du Woche für Woche ab und so kommst du dann eben auch wirklich in deine Zielerreichung. Denn der beste Plan, das beste Ziel, es wäre viel zu schade, wenn du schöne Träume hast und schöne große Ziele, aber diese nur Schäume eben auch bleiben. Und damit das wirklich auch funktioniert, damit du deine Ziele auch erreichst, musst du ins Tun kommen, dann auch umsetzen und eben auch vollenden. Und mit so einem Fahrplan, wenn du dich konsequent dann eben auch dran hältst und die Regel ist, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, solltest du dir das, zumindest dein Visio Board, innerhalb von 72 Stunden dann eben auch mal aufgeschrieben haben, aufgemalt haben. Und dann alles, was du dir vornimmst, innerhalb von 72 Stunden dann eben auch wirklich umzusetzen bzw. Abzuarbeiten. Und ich bin mir überzeugt, weil ich bin überzeugt davon, dass du auf jeden Fall zu denjenigen gehörst, die tun, umsetzen und auch vollenden. Ich wünsche es mir, dein Hakan, der Immocoach.